steigenden Regens und zu zunehmenden Regens immer noch viele Leute hier sind. Das macht mich froh. Also, ja, es stimmt. Kommt die ZAB nicht nach Münster, kommt sie anderswo. Und das Prinzip der Abschiebung mit System wird wohl nicht lahmgelegt. Was also soll unser Widerstand? Wir widersetzen uns hier der perversen Logik, die hinter der ZAB steht. Das haben wir ja schon gehört. Rationalisierung der Abschiebungen dient der Optimierung der Leistungsfähigkeit des Standorts Deutschland. Niemand Geringeres als die Top-Management-Beratung McKinsey hat der Bundesregierung aber erklärt, dass es zügiger und sauberer mit dem Rückkehrmanagement gehen muss. Dafür werden ZABs eingerichtet. Was bedeutet das aber? Menschen werden selektioniert im Dienste der Profite. Es sollen nur die bleiben, die brauchbar sind. Die, mit denen sich Profite erzielen lassen. Der Rest? Weg damit! Schnell und so still wie möglich. Und um sich dieser Menschen zu entledigen, muss man sie erstmal entmenschlichen. Daher behandeln ZABs Menschen wie Aktennummern, ohne Gesicht und ohne Geschichte. Ja, es ist schrecklich. Genauso schrecklich, wie es klingt. Menschen werden gebrandmarkt und weggeworfen auf eine unsichtbare und stumme Weise. Das ist das wahre Gesicht unserer freiheitlichen, entwickelten, demokratischen Gesellschaft. Eine Gesellschaft voller anonymer Gewalt. Dieses Prinzip, dieses Handelns, heißt hier nicht unmittelbar Nationalismus oder Rassismus. Igitt, dagegen sind wir ja alle. Sondern schlicht Profit. Der menschenfressende Gott heißt immer noch Kapitalismus. Und doch ruft es sofort Nationalismus als Nebengottheit und den Rassismus als treuen Gehilfen zu sich. Und es begleitet vom offiziellen Hofideologen, dem harten und smarten Neoliberalismus. Wie immer passiert das Ganze mit dem üblichen Refrain im Hintergrund. Es geht nicht anders, es ist notwendig, es ist ein Hashtag Sachzwang. Das ist auch hier der Fall. Es geht nicht anders, man muss schon Leute nach Hause schicken, man kann nicht alle aufnehmen, es geht nicht anders, eine ZAB kommt sowieso. So redet die Politik Tag ein, Tag aus. So redet aber eine Politik, die von vornherein resigniert hat, sich verstümmelt hat, sich verdammt hat, unnötig zu sein und doch schädlich. Eine Politik, die sich bloß als Verwaltung versteht und am liebsten alles als registrierbaren Fall abwickeln möchte. Und wenn man etwas mal nicht wie einen Fall behandelt werden kann, muss es zum Fall gemacht werden. Eben auch Menschenleben. Und dann ist alles, eben auch Menschenleben, verwaltbar und rationalisierbar. Das ist die Logik, die ZABs braucht und die ZABs hervorbringt. Weil diese Logik nicht stimmt und weil es anders geht, deshalb widersetzen wir uns. Refugees welcome! Und vielen Dank.